Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge des BattlePods. Heute sprechen wir über aktuelle Themen und wir sind heute der Onai. Hallo Onai. Minasan, konnichiwa. Und der Olli. Hallo Story. Servus. Der Hoshi ist im Moment noch nicht da, der ist noch on the road und im Landungsschiff und ist noch im Anflug. Deswegen eventuell kommt er noch später dazu. Alles unter 3G brennen auf dem Planeten zu, ist eine Frechheit. Also er soll sich mal beeilen. Genau. Heute haben wir uns gedacht, wir machen ein paar aktuelle Themen, bevor wir zu dem von vielen geliebten und von vielen verhassten und von vielen komisch beäugten Liao kommen, machen wir mal eine aktuelle Battlepod-Stunde. Und der Onai war für uns im Außendienst und hat den Battlepod auf der Spiel 2022 vertreten. Wie war's, Onai? Wunderbar wieder. Also alle Jahre wieder ist die Spiel in Essen. Vielleicht einmal zur Historie. Ich würde sagen, so seitdem ich 18 bin, gehe ich da jedes Jahr hin. Bis auf das eine Mal, das wegen Corona ausgefallen ist, war ich da eigentlich jedes Jahr. Das ist ein Event, wo ich Familie, alte Freunde wieder treffe. Ist immer wieder schön. Natürlich auch immer wieder in Gedränge. Aber das Tolle dabei ist, man kann schöne neue Spiele, die demnächst released werden oder halt auch Add-ons zu bereits existierenden, kann man da sich angucken, anspielen und so weiter und so fort. Das ist immer wieder schön. In dem ganzen Gedränge gab es natürlich auch ein bisschen was von Battletech. Also dazu muss man das einsortieren. Es gab in der Vergangenheit auch schon mehr da, also zu den Hochzeiten, als die Zinnminis noch gang und gäbe war. Hatte da quasi jeder zweite Händler, der auf der Spiel war, irgendwas von Battletech. Aber momentan ist das nicht mehr der Fall. Das ist dann eher weniger. Wurden da auch so irgendwie Chapterfights ausgespielt? Weil das ist meine Erinnerung an die 90er auf der Spiel. Da sind wir dann tatsächlich hingegangen und dann gab es so kleine auch Chaptergefechte. Die Mechforce war da vertreten. Also ein paar Jahre war ich auch da, aber das ist schon 2-3 Jahre her. Mhm. Gefühlt. Also wurde gezockt? Es sind Demo-Runden gewesen. Die Mechforce war da und hat sich da dementsprechend präsentiert. Es war auch der Ulysses-Stand, der hatte auch ein bisschen was da. Wobei man sagen muss, so richtig würdig vertreten hat die Mechforce. An der Stelle Shoutout an euch. Ihr hattet einen super schönen Stand. Da konnte man die neuen Minis in sehr schöner Bemalung bewundern. Man konnte sie in kleineren Spielen, Alpha Strike und ich glaube regulär Battletech war auch dabei, konnte man da mal schnell übers Schlachtfeld schieben. Ja, es ist die Spielemesse, das heißt also 2-3 Stunden da, das ist, da macht man alles Mögliche, aber wahrscheinlich nicht unbedingt so lange Spiele. Und naja, also es war auf jeden Fall ganz nett, sie haben das Hobby schön dargestellt in seiner Gänze mit allen neuen Sachen, die da, die man jetzt käuflich erwerben kann. Und ja, fand ich echt schön. Wie war denn so der Andrang? Also waren das nur die alten Hasen, die dann sich da rumgedrückt haben oder hatte man auch den Eindruck, dass Laufkundschaft vorbeigekommen ist und mal geschaut hat, was das denn so ist und sich auch interessiert hat? Also ich würde sagen beides. Es sind natürlich erstmal so Hardliner wie meine einer, der in seinem 36er Dairon Pulli dann da rumgelaufen ist. Also es sind so von den T-Shirts, Pullis und was weiß ich was noch alles, sind auch einige Battletech-Fans der alten Garde auf der Messe unterwegs gewesen. An dem Stand selbst war es gemischt vertreten. Das heißt also, man konnte sich mit den Veteranen ein bisschen darüber unterhalten, wie es momentan aussieht, wie so die Action da ist, wie die Verknüpfungen sind. Aber vorwiegend haben sie das Publikum angezielt, das entweder wiederkommt oder halt noch nicht richtig Berührung mit Battletech hatte. Mhm.
Und deswegen auch, ich sag mal so, ein großer Vorteil von diesem Stand gegenüber vielen anderen Ständen war bemalte Minis. Ja, das fände ich auch gut. Also das ist ja der Hingucker schlechthin, vor allem wenn sie sehr gut bemalt sind, ne? Das hebt das dann schon ab von anderen Hobbys, wo so, es ist bitte jetzt nicht despektierlich, aber wo dann in China Einheitsmalerei vorgefertigt. Die sind von der Qualität oftmals gar nicht schlecht, aber natürlich nicht zu vergleichen mit Handmade und jeder Menge Fanliebe sozusagen. Das hat schon eine andere Qualität. Also es war richtig schön. Also ich habe auch ein paar Gespräche da geführt mit den Jungs von der MacForce. Deswegen auch schön, dass ihr da wart. Euer Stand war definitiv einer von den besseren, von den schöneren, die sie da hatten. Habt euch sehr viel Mühe gegeben, hat sich auch auf jeden Fall gelohnt. War natürlich dann noch Handouts für weitere Cons, für die PhoenixCon zum Beispiel, um da halt auch zu repräsentieren, dass Battletech halt nicht einfach nur hier kannst du kaufen, kannst du spielen, sondern es ist da halt auch eine Gemeinschaft dahinter, die sich organisiert. Gab es denn für dich irgendwie insgesamt so ein paar Überraschungen auf der Messe, wo du gesagt hast, Mensch, da ein tolles Spiel, was du noch gar nicht so auf dem Radar hattest und eine Entdeckung sozusagen? Okay, es mag sein, dass jetzt ein paar umfallen, aber ich war mit meinem Patenkind da und der mag Pokémon und deswegen habe ich gerade 3 Stunden lang Pokémon The Trading Card Game mit dem gespielt. Ich habe es, sobald du Patenkind gesagt hast, wusste ich, genau. Als nächstes kommt Pokémon. Ja, es war echt lustig. Auf der Spielemesse habe ich da auch das erste Mal Pokémon The Trading Card Game, als das ursprünglich rausgekommen ist, gespielt. Und viele, viele Jahre dann einfach nur schnurstracks dran vorbei, weil kein Interesse, aber sobald man irgendwas dann hat, ein Hobby oder irgendeine Aktivität, wo man dann halt auch die Familie ein bisschen mit einbeziehen kann, da war das schon ganz lustig. So die alten Hasen, weil interessanterweise, es haben mehr, ich sag mal so, ältere Menschen da an den Sitzplätzen gestanden, als so die typische Zielgruppe, die sie wahrscheinlich möchten, die irgendwie U20-Gruppe. Es ging eigentlich da ganz lustig hinterher. Die Kids, die fanden das total toll, bunte Karten hin und her zu schieben und irgendwas zu machen. Und in unserer Generation war das dann mehr so, ah ja, guck mal hier, das haben wir damals schon gehabt. Ne? Damals, das Glurak, das hat dir alles den Tisch hier weggeputzt. Hier, ne? Jetzt hast du hier irgend so was Komisches, was macht das denn hier? Naja, also war lustig. Okay. War echt lustig. Gut, jetzt ist Pokémon nicht so direkt was Neues. Irgendwie, irgendwie keine spannende Neuerung irgendwie entdeckt oder die du noch nicht so kanntest. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Erfahrung, die wir inzwischen von Jahrzehnten Spielemessebesuch haben, es ist so, dass wir uns versuchen, Spiele rauszusuchen, die so eine Stunde gehen maximal. Da haben wir einige Spiele angetestet. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an das an den Spielenamen, auf jeden Fall, es war ein französischer Publisher. Da hat man so wie so eine Besteckdecke, hat man so sein Piratenschiff inklusive Mannschaft drauf gehabt. Und jeder hatte da dementsprechend seine Mannschaft, seine Crew und sein Schiff. Und das musste man dann halt im Spiel pimpen. Also man hatte nur diese beiden Blätter, Stifte und Würfel. Und das war schon echt interessant. Das war vom Spielekonzept her, muss ich sagen, nicht hundertprozentig ausgereift. Aber es war ganz niedlich. Gerade auch also, mit diesem. Also hast du kostenlosen Beta-Test gemacht, quasi. Genau. Das ist auch so eine Sache, die ich bei der Spielemesse da ganz interessant finde. Es sind halt Amigo, Cosmos, alle möglichen großen Publisher da. Und man kann Legenden von Andor testweise durchspielen zum 750. Mal. Aber immer ein geiles Spiel. Ich weiß nicht, also bisher wurde es mir noch nicht langweilig. Aber ich habe es auch nicht 750 Mal gespielt. Eher so 75 Mal oder vielleicht auch weniger. Ja, wir haben so 3 Spielegruppen. Also jeweils bei den Familien von mir und meiner Frau und dann halt noch bei den Freunden. Und wir spielen das da jedes Mal dann nochmal neu. Immer eine Legende nach der anderen und es ist jedes Mal anders und es macht echt Spaß. Ja. Das finde ich auch. Eins der besten Spiele der letzten 10, 20 Jahre. Weiß ich, wann ist das überhaupt rausgekommen? Das ist auch vor 10 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Genau. Hätte jetzt auch mal so gesagt, so 10 Jahre, das ist auch das erste Mal auf meinem Radarschirm sozusagen erschienen. Ja. Ich habe natürlich gleich ein paar Killer oder Slayer losgeschickt und habe es abschießen lassen, ist ja klar. Genau. Sonst war es voll oder im Vergleich zu den früheren Jahren, wegen jetzt, dass man doch noch so ein bisschen die Nachwirkungen von der Pandemie gemerkt hat, oder hast du den Eindruck gehabt, jetzt erst recht und dann
war es genauso wie vorher oder sogar noch voller? Es ist so, dass von den Zuschauerzahlen her, von den Besucherzahlen, von der reinen Statistik her, der Stand von 2019, also vor Pandemie, erreicht worden ist. Mhm. Generell muss man sagen, es sind fast alle Hallen komplett voll gewesen. Wow. Mit ein paar Ausnahmen. Also da war das gute alte, an manchen Ecken das gute alte Gedränge, dass man 5 Meter, bevor man einen Stand effektiv erreichen musste, schon ein bisschen einlenken musste. Ansonsten wird man einfach mit der Rest der Masse davongetrieben. Mhm. Wurde denn Maske getragen oder haben die Leute gesagt, auf nach Medizinflut? Also der Besuch auf der Messe war geregelt, dass man auf jeden Fall mit Maske rein musste. Da haben sich auch eigentlich 99,9% dran gehalten. Ah, interessant. Was ich ja gut fand. Ja, ja, krass, aber das dann ja auch eine, sag ich mal, stundenlang mit Maske ist ja dann auch nicht ganz ohne. So eine Sache, die von der Tendenz her, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, mag auch sein, dass ich vorher überhaupt gar keinen Blick darauf hatte, war, es sind jetzt inzwischen mehr Spielehersteller, also richtig die Firmen, die halt im Auftrag von so Publishern dann halt die Boxen, die Spiele, die Figuren, die Würfel machen, mhm. da. Wo letztes Jahr das Jahr davor doch noch sogar einige 3D-Druckereien waren, mhm. Sind die jetzt weniger geworden, aber dafür dann halt mehr so große Stände von koreanischen Firmen, die sagen, du hast eine Idee, du möchtest das Ganze zum Spiel machen, lass uns unterhalten, wie viel Stück hättest du gerne? Das heißt also, es ja, ist auch... Also sozusagen so ein Mitmachding auf der anderen Seite, dass man jetzt auch eigenkreativ werden kann und sich dann Spiele entwerfen lassen kann, oder wie verstehe genau. ich das? Genau. Also dass man quasi von der Idee des Spiels dann direkt rübergehen kann und kann sagen, ich hätte gern das rein als Spielebrett mit irgendwelchen Kartondingern, die man halt hin und her schiebt, oder man möchte halt komplexe Plastikfiguren haben oder Zinnfiguren. Ich finde immer interessant, wenn Unternehmen da sind, die halt das alte Zinngießverfahren da auch nochmal zeigen. Also klar, die haben keine Gießerei dabei, aber die Formen, die sie dafür dann haben und so, dass sie das Ganze nochmal erklären. Das finde ich echt gut. Mhm, mh. Ja, das bringt mich dann auch direkt zum nächsten Punkt. Und zwar Sachen zum Spielen, und zwar Minis. Eine Sache, die an die schwer ranzukommen war, schwer auch in dem Sinne zu vernünftigen Preisen, sind halt die aktuellen Battletech-Minis. Mhm. Aber ich dachte, das wäre so endlich mal wieder so ein bisschen in Gang gekommen, weil doch, ich sag, wenn ich jetzt so zum Ultra-Comics in Nürnberg gehe, da sind einige Boxen gewesen jetzt. Wann war ich da? Vor 3 Wochen oder sowas? Es gibt wohl ein Problem damit, dass bestimmte Boxen nicht verfügbar sind. Das heißt, die neueren Boxen im Besonderen, wo die Comstar-Lanzen drin sind, zum Beispiel, das liegt daran, dass die ein Zuliefererproblem haben. Die Chinesen, die produzieren jede Menge, aber anscheinend nicht in der Menge, wo der Bedarf mitgedeckt wird. Was natürlich schön für das Hobby ist, weil dann kann man ja quasi davon ausgehen, dass die Dinger quasi kaum den Regalboden berührt haben und schon sind sie wieder verkauft. Hm. Das ist natürlich jetzt schon wieder so die interessante Sache. Die Boxen, also die Einzelfiguren kann man ja nicht kaufen. Nee, immer nur als Vierer oder Fünfer. Genau, Vierer, Fünfer Box, ich glaube sogar Sechser auch für Echt? Die Comstar-Dinger. Ah, stimmt, genau, die haben ja diese komische Level 1, Level 2 Detachment oder sowas war das. Genau. Ne? Und ich meine, es gibt Tauschbörsen. Ne, das ist, habe Stormcrow, brauche Grendel. Ne? Ja, also ja. Das ist da schon ganz interessant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich habe auch jede Menge von den neuen Plastikfiguren. Aber dieses gezielt, ich brauche jetzt 2 Dragons, 3 Warhammer. Ich bestelle die so, einfach so in Shops oder gehe sie mir so dann halt im Laden des Vertrauens kaufen. Okay. Du willst so einen Dragon haben, dann sagt die Packung zu dir, darfst ein bisschen mehr sein. Und bupp, hast du 4. Genau, genau. Und 3 davon magst du eigentlich gar nicht. Genau, so ist es. Und da muss ich sagen, so ein bisschen finde ich das schade, weil dadurch wird dann direkt erstmal so die finanzielle Hürde erstmal ein bisschen höher geschoben.
Ja, aber dafür sind die Boxen vergleichsweise günstig, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, so um die 20 Öcken oder sowas in der Richtung. Also wenn ich überlege, dass man sonst eine Figur für 10 Euro auch gekauft hat oder so, dann hast du halt mehr für das Geld, ist klar. Und vor allem hast du dann auch schon Sachen, die zu einigermaßen zusammenpassen sozusagen. Ich verstehe den Punkt, ja. Und den kann man auch absolut vertreten, den du hast. Ne? Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass man jetzt so als erwachsener Mensch im fortgeschrittenen Alter einfach mehr Kapital zur Verfügung hat. Früher gab es ja auch schon die Lanzenboxen, aber die haben eher wenige Leute gekauft. Meistens halt dann doch Einzelmechs. Ne? Mhm, genau. Die neuen Boxen übrigens, da auf der Messe, waren zwischen 30 und 44 Euro. Die Preise dafür, die sind angezogen, gerade auch wegen der Verfügbarkeit und halt wegen den üblichen Umständen, unter denen wir alle leiden. Also da ist schon einiges angezogen, was das angeht. Hm. Dementsprechend, wie seht ihr das? Also ich meine, viele Leute sagen, es sind Plastikminis, die sind besser customizable. Da kann man ein bisschen besser dran rumschnippeln. Ich weiß, dass das alte Design von den Zinnfiguren zwischendurch auch ziemlich abenteuerlich war. Aber wie seht ihr das? Was war euch am liebsten? Ike, du zuerst? Ja, also ich selber habe ja nicht wirklich viel bemalt. Daher kann ich jetzt zu dem Bemalen nicht so viel sagen. Ich fand aber die Zinnfiguren haptisch besser und ich fand es auch immer schön, dass die ein gewisses Eigengewicht haben. Deswegen hat mir also vom Haptischen eher die Zinnfiguren gefallen. Was ich halt so sehe, gerade von anderen mit den Plastikminiaturen, ist natürlich diese, was du auch schon sagtest, diese Möglichkeit mit Green Stuff, das noch anders zu machen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, theoretisch kannst du das auch einfach Green Stuff an das Zinnteil ranmachen. Also ich bin eher pro Lager pro Zinn. Okay. Was die Haptik angeht, da stimme ich dir zu. Es ist vom Bewegen her irgendwie fühlt sich wertiger an, wenn man eine Zinnfigur bewegt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag sie mittlerweile nicht mehr so gerne, weil sie einfach schneller kaputt gehen als Plastik, weil sie eben dieses Eigengewicht haben. Sie fallen schneller um, Arme, irgendwas, Waffen brechen ab, andauernd. Transportschäden total häufig. Man muss die Sachen echt gut einpacken, damit nichts drankommt. Und am Ende des Tages, ich habe ja hier mein kleines Dropship, hier mein Köfferchen, wo man die mit Magneten festhält. Das ist immer ein totaler Act, die damit zu transportieren, weil die so viel Eigengewicht haben. Wenn ich dann mit dem Auto hier beschleunige und in eine Kurve komme, dann fliegen die da drin rum. Also da muss ich sagen, ich habe mich dabei ertappt, dass ich eigentlich die Zinnfiguren jetzt vermehrt schon zu Hause lasse, weil ich keinen Bock habe, dass die down kaputt gehen, der Lackabplatz beschädigt werden. Wenn sie dann irgendwie was so, dann hast du einen Mitspieler, der die Sachen dann fallen lässt, auf der Platte umkippt, schon wieder was ab, Lack abgeplatzt. Und das passiert mit Plastikdingern einfach nicht. Und ich würde sagen, von der Usability sind die, oder Benutzerfreundlichkeit, sind die Plastikdinger deutlich besser. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf den klassischen Marodeur und ein paar andere ausgewählte Figuren, gefallen mir die neuen Designs einfach besser. Wenn ich da den Orion in dieser komischen Pose sehe, ne, oder den alten Dragon oder so, ne, da sind echt auch so viele hässliche Figuren dabei. Und dann gucke ich mir die neuen an. Und zum Beispiel der Thunderbolt, den finde ich den neuen einfach geil. Der alte hat mich nie richtig angesprochen. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, viele machen mir jetzt Feinde. Ich kenne eine Menge Fans vom Thunderbolt, aber ich fand den immer ein bisschen mit diesen Affenarmen so unproportional. Und der neue, der gefällt mir richtig gut. Den spiele ich dann auch gerne. Und von daher, und was mich noch gestört hat bei den 10 Figuren, die Proportionen haben nie gepasst. So ein Locust ist fast so groß wie ein Marodeur. Ich meine, 20 gegen 75 Tonnen, ich bitte euch. Ne? Mhm. Und das ist bei den neuen Figuren einfach so, da ist ein Light einfach mal im Verhältnis passender zu einem Battlemaster oder so oder einem Atlas. Und das ist gerade, habe ich festgestellt, bei neueren Spielern, die noch nicht so drin sind, die sagen, durch die neuen Figuren haben sie ein besseres Gefühl dafür, wen sie vor sich haben. Und nicht eine Wespe irgendwie für eine Medium Mac halten. Mhm. Das sind valide Argumente. Mhm. Genau, also ich bin pro Plastik, neue Plastikfiguren. Nicht die alten, die fand ich hässlich. Uah. Ja, die. Aber dann wäre es doch gut, wenn einfach die neuen Designs in Zinn kommen würden. Ja, du brauchst doch einfach nur stärkere Magneten, oder?
ganz ehrlich, wie stark sollen die denn sein? Wie sollen die denn sein, ganz ehrlich? Ohne mit seinem Model 3 da beschleunigt und ich mit meinem Eniro, dann ist das schon ein bisschen Fliehkraft. Also ganz ehrlich, dass da so starke Magneten, die musst du ja auch wieder abkriegen, die Figuren. Ne? Und ja, vor deswegen allem, Elektromagnet. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, das hindert ja nichts, dass Leute dann auf der Platte die Figuren umwerfen, weil sie wieder irgendwie kein ungeschickt sind oder so. Ne? Einfach Metallfiguren gehen zu schnell kaputt. Ganz egal, ob du sie transportierst oder mitspielst oder irgendwas machst. Und sie sind, wie Ona sagt, schwerer zu customizen, was persönlich nicht mein Problem ist, weil ich eigentlich nie customize, bin ich einfach zu ungeschickt für. Aber es ist definitiv schwerer mit Metall. Mhm. Und sie sind schwerer zu reparieren. Ich habe ja diverse repariert, die kaputt oder mit ampen Sachen ne, bei mir dann angekommen sind. Ja. Also, ich meine, das Tolle fand ich damals, es gab ja so einzelne Packs von Ralpata, wo es zum Beispiel für den Maro diese Large Laser Varianten gab für die Arme oder andere Autokanone. Das fand ich dann wieder cool. Für die Plastiks gibt's das halt nicht, beziehungsweise noch nicht. Da muss man da halt ein bisschen kreativ bei sein. Ja. Ja. Also von daher, das Thema ist geklärt. Mhm. Plastikfiguren ruin, ne, Icke? Genau. Ist ja klar. jetzt, was mir aufgefallen ist bei den Bildern, gerade zum Anfang der Messe, dass der Stand ein paar Fragen aufgeworfen hat. Und zwar, da war irgendwas mit Pegasus im Hintergrund, glaube ich, ne? Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern? Weil die sind ja eigentlich, ist ja Ulysses und nicht Pegasus. Also Pegasus vertreibt auch Battletech. Aha. Das ist, also man kann über Pegasus auch Kram von denen kaufen. Aber es ist natürlich da die große Frage gewesen, weil, was ist gerade ausgelaufen? Die Lizenz von Ulysses, also die Battletech-Lizenz, die sie ja bei Catalyst erworben haben, 2011, glaube ich, oder sowas war es in der Ecke. Ja, genau. Ja, ja. Und das ist jetzt natürlich die große Frage. Wer kriegt die Lizenz? Also wer hat genug Kleingeld, dass er die erworben hat? Sehr spannend, weil ich sag mal, Ulysses stand ja durchaus in der Kritik in den letzten Monaten aufgrund ihrer Äußerung auf der Redcon oder Radcon. Da haben sie so ein bisschen im Stream, wir machen nichts mehr mit Battletech-Lizenz, alles doof, blablablub. Und wir machen nur noch die Romane, nur das zählt für uns, alles andere ist egal. Mhm. Und das war ja wie so ein Erdbeben in der Szene. Und vorher waren ja schon viele Leute nicht von Ulysses begeistert, weil einfach der Support von Battletech schwach war. Und jetzt dann auch noch so despektierlich da so da zu lachen, ne? Mhm. Also, das kann ich total gut verstehen. Mir ging es ja auch ähnlich dann in dem Moment. Das ist auch schon ein bisschen komisch, ne? Und vor allem, was passiert, wenn dann der Lizenzgeber, in diesem Fall Catalyst, das dann mitbekommt? Weil irgendjemand wird ihn da schon gesteckt haben. Mhm. Mindestens jemand, der Ulysses nicht so leiden kann, ne? Und jetzt auf jeden Fall Anfang Oktober machte dann das Gerücht, ganz klar Gerücht die Runde, dass die Lizenz woanders hingehen würde. Bestätigt ist, gibt es da noch nichts. Und wenn ich dann die Kombination sehe mit Pegasus und vor allem Shadowrun, auch eine alte Faser-Lizenz. Und ich glaube, ihr habt gesagt, die liegt auch bei Catalyst. Ja. Dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass das Ding vielleicht dann auch zu Pegasus rübergeht. Zumal, ich habe mal geguckt, auf der Pegasus-Seite, so eine richtig starke Sci-Fi-Lizenz haben sie momentan nicht. Und da würde das doch eigentlich aus meiner Sicht ganz gut ins Portfolio passen, oder was denkt ihr? Also vom Portfolio denke ich mal schon. Also die Battletech-Lizenz, die ist interessant an der Stelle. Es ist ein Franchise, was wächst. Was sowohl alte Stammkundschaft hat, als auch sich jetzt, sagen wir mal, für neuere Kundschaft begeistert. Es ist viel Drive dahinter,
Nicht zu vergleichen mit so kleineren Spielen, die Pegasus im Portfolio drin hat. Diese klassischen, die halten eine Saison und dann spielt die keiner mehr. Mhm. Also das hätte schon ein gewisses Interesse. Dazu muss man sagen, Pegasus an sich hat ja schon ganz interessante, vom Marketing her ganz interessante Ansätze, dadurch, dass die ja auch selbst Spiele produzieren. Mhm. Also die haben durchaus die Möglichkeit. Erfahrung, ne? Genau. Das heißt also, da ist schon ein Netzwerk auch, wo man sagen kann, die könnten, was den innerdeutschen Vertrieb, da ist halt auch sehr viel eigenständig übernehmen. Ja, na, also wenn ich mich nicht irre, Entschuldigung, X-Wing lag ja auch einige Zeit bei Ihnen, wenn ich mich nicht irre. Ne? Und das ist ja, ich sage jetzt mal nicht vergleichbar mit Battletech, aber zumindest ist auch schon mal sehr auch auf diese Miniaturen gut bemalte, filigran und das Portfolio an X-Wing-Modellen, also an Star Wars-Raumschiffen, ist ja dann wahnsinnig gestiegen. Also von daher würde ich sagen, zumindest haben sie mal sowas schon in der Richtung gemacht. Mhm. Ja. Sorry, Ike, was wolltest du sagen? Pegasus hat einen großen auch Einfluss auf den deutschen Brettspielmarkt gerade da. Aber ich denke, dass man Battletech jetzt nicht unbedingt so vergleichen kann. Also sie könnten das Battletech-Rollenspiel auch mitmachen, dadurch, dass sie Shadowrun machen, sie machen Cthulhu. Eine Zeit lang haben sie auch Siebte See gemacht, was ja leider jetzt auf Deutsch eingestellt wurde und da also erst nochmal eingestellt wurde. Was sie aber noch nicht machen, soweit ich weiß, ist so Miniaturen. Dürfte für sie aber nicht das große Problem haben, da es ja das für die Verteilung erstmal egal ist, ob ich ein Brettspiel oder eine Miniaturbox sozusagen an die Händler verschicke. Dahingegen könnte es natürlich sein, aber Bücher, also gerade so diese Buchlizenz, da weiß ich nicht, ob die so viel Ahnung haben. So ein bisschen durch die Rollenspielbücher, ja. Aber so diese ganze Romansache, weiß ich nicht, ob sie da so die Expertise haben. Gut, das ist halt eine Frage, mit wem sie zusammenarbeiten, ne? Also ja. Ich sag mal so, das müssen sie ja nicht selbst machen. Ne? Sie können das ja dementsprechend dann halt auch weiter runter machen. Ja gut, theoretisch könnte ja Catalyst auch die Lizenzen teilen, ne? Man sagt, okay, die Romane und Novellen und so, das macht Ulysses weiterhin. Aber der Rest geht halt von Ulysses weg. Könnte man ja theoretisch auch machen. Ich habe übrigens gerade mal geguckt, also ich glaube, mit X-Wing lag ich falsch bei Pegasus. Fantasy Flight. Das ist Asmodee, glaube ich, ne? Nee, Fantasy Flight Games macht es auf jeden Fall. Aber ich habe mal hier, dieses Star Wars Talisman haben die mal gemacht, aber das ist ja sehr weit weg vom Battletech. Ne? Also von daher. Ich glaube, Talisman generell machen sie wieder. Die Fantasy Flight Games, die gibt es ja nicht mehr, beziehungsweise ein Teil von Asmodee. Ja. Und Asmodee ist ja auch ein großer, also ist eigentlich so, ich glaube, weltweit so mit der größte in dem ganzen Brettspielbereich. Die wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die kennen sich, die haben auch Tabletops. Also die würden sich da hingegen auch schon auskennen. Ja, also gibt es auf jeden Fall interessante Spieler so am Markt, die das betreiben könnten und vielleicht auch mit mehr Drive und vielleicht auch mehr Möglichkeiten, als das Ulysses es hatte. Und zumal man ja wirklich auch gemerkt hat, so richtig Bock haben sie schon seit vielen Jahren nicht mehr drauf. Ne? Und dann finde ich es einfach auch schade, ne? Vor allem gerade, weil ja doch die Nachfrage da ist. Ich würde mich freuen, jetzt geht nicht irgendwie darum, ich habe jetzt irgendwie kein Beef mit Ulysses oder so. Ne? Ich wünsche denen jetzt nicht was Schlechtes oder so. Ich wünsche mir einfach nur das beste Ergebnis für das Tabletop Battletech. Und in Deutschland kommt es halt nicht so richtig aus dem Quark, was das angeht. Und da würde ich mir einfach einen Lizenznehmer wünschen, der auch wirklich Bock auf das Thema hat und das mit Energie vorantreibt. Und wenn es ein anderer ist, dann ist es halt ein anderer. Ne? Ulysses hat ja nochmal eine schriftliche Stellungnahme zu dem Online-Panel rausgegeben. Das war eine Radcon, meinst du? Genau. Da hat er dann der Michael Mingers, der hier auch schon mal Gast war, auch nochmal eine Stellungnahme geschrieben, hat also nochmal genau gesagt, dass die Novellen und Kurzgeschichten läuft weiter. Im Dezember kommt die vierteilige Kellhounds-Reihe und nächstes Jahr dann die Eridani Lighthorse Chronicles. Und diese Einsteigerregeln aus dem Einsteigerbox, die kommen jetzt auf Deutsch als PDF. Angeblich hat hier Catalyst
Also um HPG Station zu zitieren, die deutsche Box sabotiert. Aha. Ob das jetzt wirklich ist oder was da das Problem ist, sie haben zumindest auch eine russische Box gemacht und warum Catalyst hier was gegen den Deutsche da, warum Catalyst hier gegen die deutsche Box eine Blockadehaltung macht, keine Ahnung. Natürlich könnte es ja auch sein, so Verschwörungstheorie, dass sie versuchen, dass Ulysses da selber irgendwie vielleicht die Lizenz ruhen lässt, damit sie dann einen neuen Partner sich aussuchen können. Vielleicht haben sie den ja schon. Ja. Vielleicht haben sie ja sein. Schon einen, das weiß man doch gar nicht. Es könnte ja sein, dass sie sagen, okay, sie wollen eigentlich nicht mehr die Ulysses, aber kommen natürlich gerade nicht aus dem Lizenzmodell raus. Ich weiß ja nicht, wie da die Ausstiegsklauseln sind. Ja. Naja, und vor allem, wenn es 10 Jahre sind, also wenn ich jetzt gesehen habe, 2011, vielleicht ist ja dann letztes Jahr erneuert worden oder so, weiß ich ja nicht. Ne? Und dann sind sie jetzt ein Jahr wieder drin und sagen, ach, vielleicht wollen wir doch was anderes machen. Naja. No, aber die Audiobooks von Yellow King Production gehen weiter. Und das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Print-on-Demand-Sache für Battletech wird es wohl nicht geben. Übrigens ein Vogel gerade im Hintergrund lauten. Ja, der. Ich glaube, du musst ihm mal ein bisschen eine Decke gönnen. Ja, sie sind schon abgedeckt. Mhm. Aber ich habe hier ein bisschen Licht angemacht, damit ihr mich in unserer Kamera seht. Aber Ist denn zu viel Licht? Und jetzt sieht man nur noch einen dunklen Schatten. Das ist nicht schlimm. Ja. Also ich habe sowieso irgendwelche Webseiten auf und scroll da gerade durch. Unglaublich. Ich jetzt schon zu auch dem Thema. Ja, das würde ich auch behaupten. Nee, aber was ich sagen wollte, ist hier unser Dark Easy, also der, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, der von HPG Station. Wie heißt der? Gut. Dark Easy. Genau, Dark Easy. Ich habe jetzt seinen richtigen Namen vergessen. Er hat sich auch mal umgehört ein bisschen, und er sagt, dass mit dem aktuellen Lizenzmodell ist es finanziell unmöglich, Battletech über Print-on-Demand zu veröffentlichen, wenn man keine Mondpreise nehmen möchte. Und das ist natürlich schade, aber dann ist es halt so. Und der Doug Easy hat auch, insgesamt ist er jetzt positiver gestimmt, als es mit diesem Online-Statement von der Redcon. Aber es ist halt immer noch nicht so toll. Also, ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist echt schade, dass es da jetzt momentan zu so einem Disput kommt, weil wenn man guckt, was für ein Content gerade auf Englisch publiziert wird, das ist jeden Monat kommen mindestens 2 Bücher raus, Hörbücher. Ja. Das ist, du kommst halt einfach nicht mehr hinterher. Das ist mein Pile of Shame von Roman, der wird schon langsam besorgniserregend. Und das ist, wir haben ja hier eine relativ feste deutsche Community und viele lechzen nach Content, aber die können halt kein Englisch oder verweigern sich aus irgendwelchen anderen Gründen. Und gerade da verliert man so viel, das ist echt schade. Ja. Übrigens, der Name, den du suchtest, war Daniel Isenberger. Ah, Daniel, genau. Dark Easy, deswegen, ja. Ja. Daniel. Ja, nee, das sehe ich auch so. Also der Content, der gerade rausgepumpt ist, halt enorm. Und jetzt kommen wir wieder zur Diskussion. Ich glaube, wir hatten das in einem früheren Podcast. Da war ja auch meine Behauptung, dass auch viele Battletech-Fans des Englisch mächtig sind. Und gerade, weil sie natürlich auch wegen der zeitlichen, weil sie keinen Bock haben zu warten, halt dann bei den englischen oder amerikanischen Produkten zuschlagen. Aber es wurde auch gesagt, dass es andere Produkte gibt, wieder auch die lokalisiert praktisch zeitgleich oder nur mit geringer Verzögerung veröffentlicht werden. Ne? Mag sein. Ich habe aber auch gesagt, mittlerweile, da manche Sachen auf Deutsch gar nicht erst erscheinen und ich alles in einem Guss haben will, bin ich jetzt auch wie auch manch anderer Fan oder Tabletop-Spiele, den ich kenne, dazu übergangen ist, alle deutschen Sachen wegzuhauen und nur noch die englischen zu benutzen, gerade wegen den Begrifflichkeiten. Gerade in den Regelwerken, wenn dann sich auf Regeln oder Spezialfunktionen bezogen wird, die im Deutschen dann doch deutlich anders übersetzt sind. Und dann bist du nur noch am Hin- und Herblättern. Du hast sowieso schon 3, 4, 5 Regelbücher da liegen. Und du musst im Kopf auch noch hin und her übersetzen. Also das ist schon etwas irrsinnig. Und daher bin ich dann auch schon, verstehe ich, wenn einer sagt, ganz oder gar nicht. Und deswegen verzichte ich dann eher auf die Deutschen. Und dann wird es halt schwierig mit dem Markt. Und bei den Russischen, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Russen vielleicht Battletech mögen, aber vielleicht amerikanische Produkte dann gerade ablehnen oder grundsätzlich ja eher ablehnen. Mm,
You know what I mean? Mhm. Vielleicht bekommen sie es auch gar nicht, ne? Anyway. Ja, who knows? Ja, aber jetzt mal die Frage an euch, ohne an dich zuerst. Wie fändest du denn jetzt ein, wenn es das so kommt, dass die Lizenz in Deutschland wechselt, egal zu wem? Würdest du es begrüßen oder würdest du sagen, nee, Ulysses hat es jetzt 11 Jahre lang gemacht, die sollten weiter am Ball bleiben? Also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig auf dem Laufen, wie jetzt diese Unternehmen in sich finanziell aufgestellt sind. Ich muss sagen, dass ich es schon ein bisschen schleppend fand, wie Ulysses mit dieser Lizenz umgegangen ist. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da durchaus mehr drin sein könnte. Und ich bin immer noch der Meinung, dass halt auch die deutsche Community, ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen komisch, aber dass die deutsche Community halt auch mehr Content verdient, als alles Dreivierteljahr mal irgendwie was halbherzig übersetzt ist. Und deswegen fände ich das toll, wenn die Lizenz zu einem Unternehmen übergeht, was einen guten finanziellen Background hat, was stabil ist, was aber auch gleichzeitig das Potenzial erkennt und eine vernünftige Marketingstrategie für Deutschland oder für den deutschsprachigen Raum an den Tag legt. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich dann nächstes Jahr auf der Spielemesse neben dem Andor-Stand von Cosmos oder was weiß ich was das ist oder Amigo dann demnächst die großen Battletech-Banner sehen muss. So ist das jetzt nicht unbedingt gemeint. Ja. Aber es ist so ein bisschen Stabilität, so ein bisschen ja, eine Roadmap an der Stelle wäre nicht schlecht und zwar eine, die halt dem Markt gerecht wird. Perspektive aufzeigen. Genau. Genau, da habe ich versucht, großartig drum rumzuwabbern um die Formulierung. Okay. Icke, wie siehst du es? Sollte sie wechseln, sollte sie bleiben? Icke? Ja, ich habe gerade angesetzt und war einerseits zu sagen, nein, ich möchte, dass sie bleibt. Andererseits möchte ich sagen, sie möchte, dass sie wechselt. Mir ist es egal, wer es macht, nur es soll besser sein als jetzt. Und wenn es bei Ulysses nicht funktioniert, dann muss man sich Alternativen suchen. So, jetzt ist die Frage, warum es dann nicht funktioniert, das können wir nicht beurteilen. Ne? Ja, von außen schwer zu beurteilen. Also im Zweifelsfall ist es das Geld, dass sie vielleicht den Return of Investment nicht sehen. Ne? Aber das ist dann die wahrscheinlichste. Aber vielleicht spielen auch noch andere Gründe eine Rolle oder es ist eine Mischung. Und das werden sie uns leider nicht sagen. Da müssen wir Insider werden, ne? Und uns da einschmuggen unter falschen Namen mit angeklebten Schnurrbärten oder sowas, ne? Und Perücke auf und dann versuchen da quasi herauszufinden, was Sache ist. Genau. Also ich bin dann Hanse Davion. Walter Davion. Genau. Ich mache hier das Software. Genau. Nee, ja. Egal. Ich bin vom Microsoft Kundensupport. Übrigens, ich muss schon wieder zu Kreuze kriechen. Ey, das ist heute, glaube ich, nicht mein Tag. Ich habe es, glaube ich, als er bei uns zu Gast war im Podcast, Daniel Isenberger gesagt und ich habe es wieder gesagt. Er heißt Isberner und ich habe es mir versucht zu merken mit der Stadt Bern, Isberner. Aber irgendwie auch diese Krücke, diese Eselsbrücke scheint mir nicht zu helfen. Also Daniel Isberner, es tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe mal gegoogelt, ich bin nicht der Einzige. Es gibt auch andere Leute, die schreiben Isenberger. Sagen wir einfach Hallo Daniel und Hallo Daniel. Genau. Oh Mann. Falls wir uns mal treffen auf einer Con, ich glaube, ich schulde dir ein Bier. Oder was auch immer du trinken willst. Ja. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, mehr gibt es zu dem Thema jetzt auch gerade nicht zu sagen, weil wir rühren ja ganz kräftig im Kaffeesatz und wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Einfluss haben wir eh keinen, von daher mal sehen. Einen habe ich noch. Halt auch zu sagen, Content, ne? Content wird generiert, nicht nur halt Printmedien, sondern ja. Auch Minis. Ja. Und zwar, es hätte diesen Ende Q3, Anfang Q4 2022 hätte eine neue Kickstarter-Kampagne kommen sollen. Mhm. Die ist leider abgesagt, weil es Schwierigkeiten gibt, die Minis zu produzieren. Und nicht abgesagt, verschoben, ne? Nicht abgesagt. Genau. Also, genau, Mercenaries on the Move, meinst du hier, die Mercenaries-Dings da genau. Geschichte. Ja, ja. Genau. Also sind ein paar interessante Designs dabei. Also, das ist John, das ist für dich. Es kommt ein Vierbeiner, endlich, ne? Juhu. Der Goliath, der wird auf jeden Fall dabei sein.
Er ist doch so ein Scorpion-Fan, glaube ich, ne? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, wenn wir dem die Chance gegeben hätten, der hätte auch einen Goliath ins Feld geführt. Oh, okay. Also, das sind so Sachen, auf die, die warten halt auf uns, ne? Das ist, da gibt es Möglichkeiten, ne? Deswegen, bitte vermarkten. Ja, ich finde es ganz cool. Ich habe die Seite nebenbei auch auf. Also ich mag in Galleon diesen leichten Panzer, den hat man ewig nicht gesehen. Den mochte ich auch immer irgendwie gut leiden, obwohl der eigentlich gar nicht so geil ist. Aber Demolisher sehe ich hier auf jeden Fall und der sieht richtig fett aus. Muss ja auch fett sein. Und ein Hovercraft, bin mir nicht ganz sicher, könnte ein J. Edgar sein. Vielleicht ist es aber auch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Dann noch, ich glaube, ein Hermes, wenn ich das richtig sehe. Ja, Hermes 2. Genau, Hermes 2. Und das andere Ding sieht aus wie ein Rifleman. Das ist, du hast die Battletech.com-Seite, ne? Ja, genau. Rifleman to see, ja, genau. Den finde ich mal ein bisschen komisch. Der sieht aus, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, so eine Pizzaschachtel oder sowas oder ein UFO auf dem Kopf hat. Ja, das ist halt der 2C. Ich glaube, an diesem charakteristischen Merkmal mit der Suppenschüssel oben drauf, der plattgedrückten, ja. Ja, ja, angeblich auf jeden Fall sagt Catalyst, die kriegen die Designs nicht schnell genug raus und sie können die Produkte nicht schnell genug veröffentlichen. Ich schätze mal, das hat viel damit zu tun, dass China auch gerade ziemlich einen Schnupfen hat, was die Produktion angeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dass dann weniger wichtige Sachen wie irgendwie Tabletops dann halt auch liegen bleiben. Ne? Ist ein bisschen kurios. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt in den letzten 20 Jahren. Irgendwie, wir haben eine lustige Idee und dann rufen wir in China an und dann produzieren die das und schicken das dann irgendwie in den nächsten Wochen mit einem Flieger oder einem großen Frachter in Containern über die Weltmeere. Und jetzt merken wir mal, oh, ist vielleicht doch manchmal etwas schwieriger, als wir angenommen haben. Ja. Egal wie. Ich finde es auch ganz gut, wenn jetzt mal ein bisschen Gras über die Sache wächst, dann freut man sich auch wieder, als wenn sie es einfach so irrsinnigem Tempo rauspumpen. Ja. Anyhow, das wär's. Mhm. Zu diesem Thema. Gut, jetzt kommt noch ein sehr kontroverses Thema zum Schluss. Icke, magst du es ankündigen? Ein großer Romanautor hat Beef mit Catalyst. Und zwar, wir reden von dem, der gerade den siebten Teil der Pro-Liferations-Zykluses rausgebracht hat. Und zwar der neueste Teil heißt der Blender. Mhm. Und es wird wohl auch das letzte Buch von ihm sein, das er in der Battletech-Welt, über die Battletech-Welt schreibt. Und zwar geht es um Blaine Lee Pardo. Der hat da ein Statement geschrieben, Catalyst hat ein Statement geschrieben, jetzt ist die Frage, was steht denn da drin? Ja, wenn ich mich recht erinnere, es ist auch schon ein paar Monate her, ein bisschen Gras über die Sache gewachsen, was ja auch nicht Schlechtes ist in diesem Zusammenhang, weil es war ein sehr hitziges Thema und es war ein ziemliches Politikum. Catalyst hat meiner Erinnerung nach geschrieben, dass sie die weitere Zusammenarbeit eingestellt haben. Also sie haben ihn nicht gefeuert, er war ja ein freier Mitarbeiter und wollen aber einfach in Zukunft nicht mehr mit ihm Battletech-Produkte oder auch andere halt rausbringen. Und ich glaube, Blaine Lee Pardo hat das ein bisschen anders dargestellt. Ja, es gäbe irgendwie so einen toxischen Fan und der hätte es auf ihn abgesehen und da ging es um irgendwelche Gender-Geschichten. Und der hätte dann so viel Stimmung gegen ihn gemacht, dass sich Catalyst dann dazu bewogen fühlte, Pardo in die Wüste zu schicken. Und gewissermaßen Catalyst wäre vor dieser öffentlichen Meinung von ein paar sehr lauten, Woken, wie man heute sagt, W-O-K-I-N, geschrieben, Leuten halt eingeknickt, nach dem Motto, dem aktuellen Zeitgeist geschuldet und er wäre jetzt das Opfer dieser Aktion. Oder habe ich so grob richtig zusammengefasst? Ja, ist richtig. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht genauer darauf eingehen, was da so im Detail war mit Stalking und was weiß ich was noch alles, aber ja. Also da war viel, viel Mist, der hin und her geworfen worden ist. Was da im Detail passiert ist, das kann sowieso keiner von uns nachweisen. Wir waren nicht dabei, wir haben die Sachen nicht gesehen, wir haben mit den Leuten nicht direkt gesprochen. Das Einzige, was ich halt wahrgenommen habe und das schon über die letzten Jahre, und zwar ehrlich gesagt seit der ersten Präsidentschaftskampagne von Donald Trump,
Da hat der Blaney Pardo damals auch kräftig Werbung für gemacht und ich war damals extrem überrascht. Also Pardo gehörte damals definitiv zu einem meiner Lieblingsautoren im Battletech-Universum. Ich mochte gerade die Stories halt um die Highlander sehr, weniger seine Clan-Geschichten, weil ich bin einfach kein Clan-Fan, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ist mir zu eindimensional das Ganze oder zu wenig dimensional. Und deswegen hat mich das, ich habe ihn als Autor geschätzt und dann haut er plötzlich dann so eine Unterstützung raus. Das habe ich nicht verstanden, weil der Wahlkampf von Trump aus meiner deutschen Sicht ja eher plump und populistisch war. Ne, kann man geteilter Meinung sein, sicherlich, aber das war meine Sicht der Dinge und da hätte ich ihn in diese Lage nicht verortet, zumal das Battletech-Franchise ja auch sehr divers und bunt ist und Frauencharaktere dort auch sehr stark sind. Es gibt weibliche Killer, es gibt weibliche Mechkrieger, es gibt weibliche Generäle, Feldmarschälle, es gibt weibliche Herrscherinnen. Katharine Steiner ist eine der besten Schurkinnen in der Sci-Fi-Literatur meines Erachtens. Ich habe die Frau wirklich am Schluss richtig gehasst, ne? Und von daher ist es für mich so, steht Battletech für unglaublich viel, was das Trump-Lager zumindest dargestellt hat. Und dann habe ich ihn damals auch mal auf Facebook halt angeschrieben über eine private Nachricht, dass ich mich total gewundert habe und wieso. Und er hat mir dann eine etwas nebulöse Antwort geschickt, dass er das demnächst in einem seiner Blogbeiträge genau erklären würde. Und dieses Sumpf austrocknen, jetzt, ich müsste es nochmal genau nachlesen, aber dass wirklich Washington ein politischer Sumpf sei, dass da neuer Wind rein müsste, dass dieses Zwei-Parteien-System, das ziemlich verfahren wäre, dass das mal auch durchgerüttelt gehörte. So ungefähr würde ich jetzt mal das zusammenfassen, ist jetzt auch schon einige Jahre her. Und zumindest die Begründung konnte ich nachvollziehen. Dieses Zwei-Parteien-System in den USA halte ich auch für nicht gut auf Dauer, Demokraten und Republikaner. Diese Vielfalt in Deutschland und anderen Ländern durch Koalitionen mögen schwieriger sein, aber es ist auf jeden Fall fairer. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war bei Star Trek Lower Decks, irgendwie haben die meine erste Staffel gesagt, es ist ein Kompromiss, wenn keine Seite zufrieden ist. Mhm. Und so ist es nun mal. Das Leben besteht aus Kompromissen. Und du kannst nicht einfach ein Lager komplett auf Eis stellen und sagen wir 49% der Gesellschaft ist total unglücklich und 51% ist schadenfroh und happy. Das ist eine ganz schlechte Konstellation. Und das war in den USA zunehmend der Fall. Und deswegen konnte ich zumindest diesen Ansatz verstehen, dass da einfach mal was durchgerückt gehört. Aber als dieser Mann an der Macht war, es wurde immer schlimmer und er hat da Dinge getan, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann und auch verurteile. Und ich hatte den Eindruck, dass je länger Trump an der Macht ist, auch sich Blaney Pardo zunehmend radikalisiert hat. Also nicht im Sinne, dass er illegal geworden ist, aber er hat dann immer extremere Thesen vertreten. Er hat dann diese Bücher geschrieben, die nicht im Battletech-Universum handeln, sondern angeblich alternative Realität sind, politische Geschichten. Und da hat er dann quasi die aktuellen Ereignisse weitergesponnen und quasi eine linke Revolution, Blue Dawn hieß das Buch, dann da in Szene gesetzt und hat quasi alles, was so links ist und für viele Amerikaner sind die Demokraten ja schon links oder Kommunisten. In Deutschland werden die Demokraten mit dem, was sie tun, eher in der CSU-Region angesiedelt. So kann man sich das in etwa vorstellen, was die Perspektive angeht. Und das fand ich dann einfach zunehmend krass. Und die letzten Bücher, die er da beworben hat, das waren dann auch Memes von aktuellen demokratischen Politikern, die er da durch den Kakao gezogen hat und ihnen per Photoshop das eigene Buch in die Hand gedrückt hat und ihnen schwachsinnige Zitate untergeschoben hat. Und er hat natürlich dann auch seine Battletech-Fanbase damit dann auch beschallt, auch wenn er immer eine klare Linie gehabt hat. Er hat das also zumindest nicht offensichtlich in Battletech-Büchern oder Romanen zumindest seine politischen Ansichten verkauft. Aber es war immer ein sehr, aus meiner Sicht, so ein Ritt auf der roten Linie. Und er hat seine Popularität in der Battletech-Community auch benutzt, um dann seine politischen Ansichten dann halt auch zu verbreiten. Und das habe ich von keinem anderen Battletech-Autor bisher so erlebt, auch
von Star Wars nicht. Vielleicht habe ich was übersehen und ich habe es nicht mitbekommen, möglich. Aber ich glaube, dass er auch sich in der Battletech-Community, auch vor allem unter den Autoren und den Machern, ich schätze die eher auch eher links ein, als im rechtskonservativen Lager hat er sich wahrscheinlich auch keine Freunde gemacht. Und ich habe mich immer schon gewundert, dass Catalyst das so viele Jahre mitgemacht hat und habe gedacht, Mensch, da sind die aber ziemlich akzeptant oder sie sind halt vielleicht vertreten sie auch eine ähnliche Meinung, kann ja auch sein, aber dass sie halt diesen Kurs, den Pardo da eingeschlagen hat, akzeptieren. Und dann auf einmal kam Knall und Fall, dann alles klar, wir machen nicht weiter. Und da wurde dann gesagt, ja, er wurde gefeuert oder er wurde kaltgestellt und was haben sie noch alles für Vokabeln benutzt, seine Fans? Ja. Er wäre, wie heißt das immer, das Wort, was man da sagt, ich komme gerade nicht drauf, er wäre nicht gekillt worden, das nicht, aber... Mundtot? Ja, nee, gibt es so einen schönen englischen Begriff dafür. Wir sind in einer so und so Gesellschaft, aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber das war alles zu extrem, also Catalyst hat sich entschieden, die freie Mitarbeit, er ist ein Freelancer, nicht fortzusetzen. Und das ist legitim. Jedes Unternehmen kann das machen. Er ist nicht gefeuert worden, er ist nicht gecancelt. Genau, er ist nicht gecancelt worden. Alle seine Produkte, die er jemals gemacht hat, inklusive seinem Beitrag zum originalen 3025er Technical Redoubt, das Ende der 80er erschien, sind weiterhin verfügbar. Er wurde nicht gecancelt. Es gibt nur keine neueren Produkte nach dieser Geschichte der Trickster oder der Dingsboomstar, die jetzt rauskommt, der wird es halt einfach erstmal nichts Neues von ihm mehr geben. Und ich finde, das ist ein erheblicher Unterschied. Wäre er wirklich gecancelt worden, hätte Catalyst unglaublich viele Produkte vom Markt nehmen müssen, wo Blaine Lee Pardo zu tun hat. Und da kann man natürlich sagen, wenn sie das gemacht hätten, hätten sie ihren Laden vor die Wand gefahren, weil dafür hat er einfach zu viel gemacht. Ja, ich denke auch mal so, wie wir alle wissen, die Mehrheiten sind ja nicht unbedingt sehr stark in den USA. In einzelnen Bundesländern, generell in den USA. Und ich denke mal schon, dass das schwierig ist, wenn ein Verlag, ich sag mal so, der Ausdruck wird mir um die Ohren fliegen. So eine schwierige Persönlichkeit wie Blaine Lee Pardo. Mit einer starken Meinung. Genau, mit jemandem mit einer starken Meinung. Wenn der dann halt vom von so einem Publisher dann halt dementsprechend gesagt wird, weißt du was, du und deine Meinung gefällt es uns nicht, wir möchten keine Geschäfte mehr mit dir machen und überhaupt jeden Einfluss, also den Fußabdruck, den du bei uns hinterlassen hast, das revidieren wir. Ich denke mal, da könnten diese im Englischen Repercussion, also der Rückstoß. Der Rückstoß, der dann darauf folgen könnte, dass halt auch diese Fanbase, die zahlende Kundschaft da dementsprechend dann halt auch sagt, also jetzt könnt ihr uns mal kreuzweise. Ich denke mal, das ist dann halt schwierig, wie man das einschätzt. Und so wie sie es gemacht haben, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das sehr gut, weil sie da sehr kommunikativ miteinander umgegangen sind. Sie haben da sehr klare, deutliche Worte gewählt. Kennt man von anderen Franchises anders. Wenn jemand unbequem ist, der wird dann halt mal rausgeschmissen und da wird dann halt auch nie wieder ein Wort drüber verloren. Es ist halt, also dadurch, dass es halt in den USA ist, ist es halt nochmal wirklich schwieriger. Und ich muss sagen, ich fand's echt gut, so wie sie es gemacht haben. Vielleicht ein bisschen spät, könnte man argumentieren. Aber generell muss ich sagen. Gibt es denn einen guten, richtigen Zeitpunkt dafür überhaupt? Ein Monat früher, ein halbes Jahr früher, Jahr früher? Ich weiß es nicht. Ja. Also wenn man das halt zeitlich einsortiert, da ging es ja auch gerade sehr heiß her zu der Phase. Das ist, wir haben da den Aufstand im Januar gehabt, den die Amerikaner da durcherlebt haben. Danach war das ganze Land ja so ein bisschen, was war das denn jetzt gerade? Und das war, wenn ich das richtig zeitlich einsortiere, war das Jahr später, dann fing das an so hoch zu kochen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das jetzt genau zeitlich einsortiert war. Auf jeden Fall, da war auch so etwas, wo der Mr. Pardo sich so langsam reingesteigert hatte. Ja, ja.
Ich muss an der Stelle sagen, ich habe Facebook, es gibt einen Account von mir, aber ich habe 100 ungelesene Nachrichten, das heißt, ich gucke einmal im Vierteljahr rein. Mhm. Das erste Mal, als wir darüber gesprochen hatten, als ich das am Rande mitgekriegt habe, da habe ich mich da mal ein bisschen eingelesen, aber seitdem dann auch schon nicht mehr. Aber man hat da gesehen, dass da halt, da muss Kommunikation im Hintergrund gelaufen sein, halt auch, wie er an manchen Stellen beschrieben, dass es da Gesprächsansätze gab, wo der Mr. Pardo mit Offiziellen von Catalyst ja schon mal ja Kontakt hatte zu diesem Thema. Und es hat eigentlich nicht dazu geführt, dass er dann weniger Kommunikation eingeleitet hat, sondern im Gegenteil, dass da dann mehr so was wie eine Rechtfertigung losgetreten worden ist, was dann quasi wie so ein Katalysator gewirkt hat. Ja, ich finde auch also die Wortwahl in manchen Beiträgen, die er da gemacht hat oder in manchen Posts von ihm, die hatten so eine unglaubliche Aggressivität schon. Also er kann ja mit Worten umgehen und er weiß sehr genau, was er mit Worten anstellt. Man kann ihm nicht vorwerfen, er sei da, ach, das ist dumm gelaufen oder so, ne? Aber er hat in solchen Situationen auch immer wieder Öl ins Feuer gegossen. Und ich weiß selber aus meiner eigenen Redakteurserfahrung damals, als ich für BAFT gearbeitet hatte, gab es natürlich auch Leute, die uns nicht leiden konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und wir hatten halt eine Null-Toleranz-Policy. Das heißt, wir haben darauf null reagiert. Wir haben, wenn wir angegriffen wurden und das nicht irgendwie rechtlich relevant war, haben wir gar nichts geschrieben. Kein Kommentar, kein gar nichts. Dann wurde höchstens der Community Manager eingeschaltet, wenn es bei uns im Forum war. Und dann wurde geprüft, ob er die Person gegen den Etikett verstoßen hat. Ja, nein. Aber wir als Redakteure waren angewiesen, da nicht drauf zu reagieren, weil so ein Kampf, so eine Schlammschlacht im Internet, kannst du als Offizieller nur verlieren. Und ich hatte den Eindruck, dass er sich unnötig in solche Kämpfe mit verschiedenen Leuten eingelassen hat. Und dann natürlich dann auch in Verbindung mit seiner politischen Meinung, die er auch sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, dann diesen Konflikt immer weiter angeheizt hat. Und die Leute sich natürlich dann aufgefordert fühlten, mit ihm dann so einen Online-Krieg, dann so einen Kommentarschlammschlacht zu führen. Und das war einfach auch nicht clever. Also man kann sagen, okay, ich habe meine Meinung und ich lege die auch da, aber diese Kämpfe, das kannst du nur verlieren. Das kommt irgendwann auf dich zurück. Wir hatten das ein einziges Mal, dass ein Volo von uns, ein Volontär, da auf so eine Attacke mal reagiert hat und die Person da draußen, die diesen Angriff ursprünglich gestartet hat, hat das komplett instrumentalisiert und hat seine Community mobilisiert und diesen armen Kerl da quasi an den Pranger gestellt, auf übelste. Und da haben wir auch gesagt, Kollege, wir verstehen, woher deine Motivation kommt, darauf zu antworten, also jetzt zu unserem. Ne? Wir haben vollstes Verständnis dafür, wir fühlen ähnlich wie du, aber das kannst du nicht gewinnen. Und der Effekt war, dass er so stark angefeindet wurde, das hat es überhaupt nicht gebracht. Und diese Größe hätte ich eigentlich auch vom Blaine DiPardo in dem Moment erwartet. Er ist jetzt ja auch ein alter Hase, was das Thema angeht. Ne? Kein Internet-Neuling, er ist ja schon lange dabei. Und weniger ist manchmal einfach mehr. Und ich bin davon überzeugt, hätte es einen aus dem anderen politischen Lager gegeben, hat hier Bernie Sanders oder so Fan, der auch Battletech-Autor ist, was weiß ich, William H. Keith Jr. oder wer auch immer, oder Lauren Coleman, ne, die dann irgendwie im Internet so abgegangen sind, wären und nicht sind, sondern wären. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie aber was geschrieben, ich habe aber nichts gesehen. Und hätten dann irgendwie das Trump-Lager so angegriffen, Memes andauernd und da gepostet und ihre Battletech-Community mobilisiert. Ich glaube, auch dann wäre Catalyst irgendwann mal nach einigen Jahren losgegangen, hätte gesagt, ey, mach mal ein bisschen langsamer, ne? Weil das ist geschäftsschädigend. Wir haben halt nur mal Fans aus beiden Lagern. Wir sind hier ein Fantasy-Universum, wo wir unser Hobby ausleben und keine politische Arena. Und ich genieße es und deswegen finde ich es auch gut, dass viele, gerade im Battletech International, wenn sowas aufkam mit Memes pro oder contra Trump, mir vollkommen wurscht, dass dann Leute, ich habe da auch gesagt, ey, keine Politik hier. Ich habe auf allen Kanälen mehr als genug davon in der Realität um mich herum. Ne? Ich möchte, wenn ich hier in diese Gruppe komme, möchte ich nichts davon sehen. Da möchte ich einfach mein Battletech-Fandom ausleben und nicht irgendwie AfD, Republikaner, Grüne, Demokraten, weiß der Fuchs was lesen.
Genau, wir konzentrieren uns auf Davion-Bashing. Genau, das gibt doch genug her. Genau. Ich weiß, was du meinst. Ich denke, also meine Mutmaßung an der Stelle ist, ich meine, er ist jetzt ja auch eine Person des öffentlichen Interesses. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, also, ne, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber er hat seine Reichweite im Internet. Ja. Er hat da dementsprechend auch Leute, die ihm sehr stark zusprechen. Und gerade zu der Zeit war ja dieses Stop the Count und das war ja alles Fake und was weiß ich was noch alles. Und gerade dieser, wir mobilisieren jetzt für die Sache, weil uns ist Unrecht getan worden. Mhm. Da ist er, denke ich mal, total aufgesprungen und hat dementsprechend dann halt für sich moralisch entschieden, das sind alles Mutmaßungen, ne? Ja. Für sich entschieden ist okay, ich will die Leute jetzt hier über meine Reichweite aufrütteln, mobilisieren für diese Meinung. Und da muss ich sagen, das sehe ich dann so auch sehr verwerflich an, dass jemand da quasi seine mediale Reichweite benutzt, um, nennen wir es mal, zu manipulieren. Weil es hat nichts damit zu tun. Also ich bin hundertprozentig bei dir. Wenn es halt um so Fanfiction geht, dann soll es halt um Fanfiction gehen. Und nicht, so wie wir das jetzt auch jedes Mal bei MWO rausbekommen haben, die Russen identifizieren einen Ukrainer im eigenen Team und dann gibt's einen Teamkill. Herzlichen Glückwunsch, ne? Da haben wir alle mit gewonnen. Das ist falsch. Das sollte man nicht machen. Das ist definitiv nicht the way it used to be. Naja, also man muss fairerweise sagen, dass er nicht irgendwie im BattleTech International oder in irgendeinem BattleTech-Zusammenhang seine Meinung kundgetan hat. Das hat er schon fein getrennt. Und ich habe mich dann auch hinterfragt, nachdem mir dann klar wurde, in welches politische Lager gehört, da habe ich seine Romane kritischer gelesen. Und man hat seine konservative Meinung selbstverständlich da schon auch rausgehört. Aber ich habe gefühlt zumindest irgendwo irgendwie Wähle Trump gelesen oder sowas in der Richtung. Aber er ist natürlich schon, man merkt es seiner schriftstellerischen Art, ne, dass er das dann so auch dann, dass er aus diesem Lager stammt. Da gibt es andere Autoren, die sind wesentlich, sag ich mal, diverser oder flexibler nochmal in Hinsicht. Mhm. Anyhow, das hat er schon getrennt. Aber, und ich weiß nicht, wenn du überzeugt bist, dass das, was du da vertrittst, das Richtige ist für alle am Ende des Tages, dann kann ich seine Handlungsweise auch nachvollziehen. Aber genauso kann ich auch Catalysts Handlungsweise nachzuvollziehen, wenn sie merken, dass sie da jemand haben, der vielleicht nachhaltigen Schaden ihrem Geschäft dann halt zufügt und sagt, das ist uns zu heiß. Und dann, das muss er aber auch verstehen in dem Moment, weil dafür sollte er Profi genug sein, dass wenn er diesen Schritt geht und sagt, ich will meine Fanbase für meine politischen Ideen mobilisieren, zwar nicht auf offiziellen BattleTech-Kanälen, aber die Grenzen sind ja fließend, ne? Dann weiß ich, dass ich damit rechne, dass ich mich damit unbeliebt mache. Und damit vielleicht meine Stellung als freier Autor damit verwirke. So erwachsen muss jeder sein, der das tut. Ja, ja. Da frage ich, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt die These unterstützen würde, aber die These, die ich jetzt aufstellen würde, ist grundsätzlich, naja, du hast einen freien Autor. Wie viel Prozent seines Lebensunterhaltes macht er denn mit BattleTech und BattleTech-Romanen über Catalyst? Wenn du dem sozusagen damit den rausschmeißt, ist es nicht ein Problem, weil du da eine gewisse Macht über ihn ausübst? Oder ist es eigentlich nur ein generelles Problem mit Freien? Wie meinst du, verstehe ich nicht ganz. Naja, angenommen, er macht 90% seiner monatlichen Einnahmen, seines Lebensunterhaltes, verdient er mit BattleTech-Romanen. Jetzt macht er privat halt Werbung für etwas, was jetzt nicht gut ist. Sagen wir es mal, um es jetzt mal neutral zu formulieren. Ja, neutral ist das nicht. Was, ja, oder halt eine Ansicht formuliert, die polarisiert. Polarisiert, genau, kontrovers ist. Dann kommt der Verlag und sagt, nee, also die polarisiert uns zu sehr. Wir möchten mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Oder vielleicht fragt sie ja vorher, du, es wäre schön, wenn du das nicht mehr machst.
Und er sagt, nee, das ist meine Meinung, das ist mein Recht, zack, ich mach's weiterhin, das sind meine von der Verfassung gegebenen Rechte, ihr werdet mich da nicht beschneiden, ich werde mein Ding weiter durchziehen. So kann ich mir etwas wahrscheinlich netter formuliert, hat das denen dann vielleicht so gesagt. Gut, er hat jetzt sozusagen, ich gehe mal davon aus, dass das nicht seine Haupteinnahmequelle war. Vermutlich inzwischen auch nicht mehr. Er hat ja auch andere Bücher geschrieben. Ne? Genau, aber von einem anderen Autor, der vielleicht hauptsächlich das macht, ist es ja dann ein grundsätzliches Problem, dass er dann eher sozusagen sich dem seine Meinung dann eher zurückhält. Ich weiß zum Beispiel nicht, warum er hat ja zumindest auch gesagt, er hat angeboten, unter einem Pseudonym ob sofort zu schreiben. Ja, ganz ehrlich, das kommt so schnell raus. Ganz ehrlich, irgendeiner ist ein Whistleblower. Das Risiko ist viel zu groß. In der heutigen Welt, im Zeitalter des Internets mit Smartphone, weiß der Fuchs was, ist das, wenn du das darauf vertraust, dann bist du CDU-Politiker und hast das Internet noch nicht verstanden. Ja, das stimmt. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das jetzt unterstütze, sondern ich sage, es ist eher eine generelle Frage dabei. Wie kann für eine private diese Trennung Werk und Autor, ist ja so dieses klassische Ding, was hier drauf ausläuft. Inwiefern kann man das trennen oder möchte man es trennen oder wie hast du Glaube, das kannst du nicht trennen. Ich meine, guck dir Mark Hamill an, ne? Der ist ja deutlich links und das zeigt er halt dann auch. Und damit muss er dann leben, dass wenn dann vielleicht dann irgendwie das bei einem Arbeitgeber nicht on vogue ist, dass er sich da so links positioniert. Nicht links im Sinne von Karl Marx oder so, aber vielleicht eher SPD oder Grüne Deutsch vielleicht. Mhm. Ne? Das ist ja in den USA dann schon quasi Karl Marx-Niveau oder Stalin. Ne? dass da manche Leute ihn dann dafür nicht leiden können. Und dass dann Arbeitgeber auch dann sagt, nee, mit dem Hamill wollen wir nichts zu tun haben, weil der ist uns zu heftig. Oder Diego, nee Quatsch, der Typ, der den Mandalorian spielt. Ach, verdammt. Nicht Diego Luna, Cassian Andor, sondern Wir wissen, wen du meinst. Ja, ich will es aber den Namen haben. Ich will es nicht das dritte Mal. Pedro Pascal. Der hat sich ja auch auf Twitter sehr positioniert und auch Sachen rausgehauen, die man ihm dann halt dann auch krumm nehmen kann, wenn man ein Konservativer ist in den USA. Ne? Und da gab es ja auch die Frau. Kein Springen. Jetzt, wir sind bei der Gegenseite. Ne? Wir sind bei der Gegenseite. Jetzt könnte ein Konservativer sagen, ey, warum durfte ein Pedro Pascal jetzt weitermachen, Mandalorian, blibablub, während ein Blaine DuPardo oder eine Gina Carano gefeuert wird. Ne? Ja, das liegt dann vielleicht daran, dass der Arbeitgeber vielleicht auch eine ähnliche gesellschaftliche, was denn eine politische Meinung ist, eine gesellschaftliche Meinung vertritt. Und wenn du dann Angestellte hast, vor allem freie Mitarbeiter, die dem nicht entsprechen oder die halt dir aus deiner Sicht unangenehme Publicity erzeugen, dann weiß ich auch, was ich als Chef machen würde, wenn ich weiß oder wenn ich sehe, das ist potenziell geschäftsschädigend. Ne? Und ein Pedro Pascal wird sicherlich auch von Disney bzw. Lucasfilm eine Ansage irgendwann bekommen haben, ey Junge, halt mal den Ball flach, sonst müssen wir uns vielleicht doch nach einem anderen Mandalorianer umsehen, hat er E-Name auf, Punkt. Möglich, weiß ich nicht. Ne? Aber ich glaube, gerade bleiben wir mal beim Pardo, er hat das so viele Jahre gemacht, ist es gefühlt oder mein Eindruck war von Jahr zu Jahr extremer geworden und jetzt hat Catalyst sehr spät die Reißleine auf eine milde Art gezogen. Er wurde nicht gecancelt, sondern die weitere Zusammenarbeit findet nicht statt. Und das nach 35 Jahren. Und ganz ehrlich, ich finde es auch gar nicht schlecht, weil Pardo hat jetzt mit seiner Geschichte mit der Eroberung von Terra so einen Höhepunkt gehabt. Da hat er darauf hingearbeitet. Die ganzen Romane vorher, da war er an vielen zentral beteiligt, an Sourcebooks und so weiter. Jetzt wird es Zeit für auch einen neuen Tenor. Und ich habe ja schon auch Bücher jetzt danach gelesen, nach der Eroberung von Terra. Er hat ja noch die Wölfe, den Alaric Wolf noch so als den Über-Jesus, den militärischen Über-Jesus dargestellt, der alles kann, der alles weiß, der immer das richtige Händchen hat. Ne? Also Stackpoling at its best. Und die nachfolgenden Autoren stellen jetzt eher schon so dar, nach dem Motto, es ist der einsame Diktator, der das Gefühl für sein Volk verloren hat, der auf Terra auf dem fernen Thron sitzt und dessen Machtbasis gerade flöten geht. Ne?
Und wer weiß, vielleicht hat auch Pardo gesagt, nee, das will ich nicht. Alaric Wolf ist meine Kreation oder meine Figur, die ich gepusht habe. Und ich möchte gerne, dass der ein anderes Schicksal nimmt. Und dann hat Catalyst gesagt, schön, aber wir sehen es anders. Vielleicht ist auch das einer der Gründe gewesen. Meistens trifft man weitreichende Entscheidungen wie diese nicht aus einem einzigen Grund, sondern meistens ist es ein Strauß Blumen sozusagen. Ja, oder zumindest mal ein Puzzlestück. Ein Puzzlestück, genau. Ja. Tja, auf jeden Fall, egal wie, unabhängig von seiner politischen Meinung, unabhängig, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, was geschrieben hat, ich finde es einfach wahnsinnig traurig, wie die gesamte Sache ausgegangen ist, weil eins muss man festhalten, Pardo hat sich über 35 Jahre sehr verdient um das Battletech-Universum gemacht. Er war fast von den Anfangstagen dabei. Wir alle haben viel von ihm gelesen in verschiedensten Sachen. Das Technical Readout 325 habe ich seinerzeit hoch und runter gelesen. Ich habe auch viele seiner Romane genossen, auch wenn mir jetzt die Jüngeren nicht mehr ganz so gefallen haben. Und er war ein Eckpfeiler des Battletech-Universums. Und dafür gebührt ihm immer noch auch ein gewisser Respekt, unabhängig von seiner politischen Meinung. Ja, und ich hoffe, dass ja das Thema jetzt so, wenn es jetzt so abgeebbt ist, wieder auch neue Richtungen eingeschlagen werden mit neuen Leuten und dann auch wieder neue Impulse dazukommen, weil davon lebt ja Battletech auch. Mhm. Also ich stimme dir da überein. Also er hat seinen Fußabdruck im Genre hinterlassen, in der Lore. Mhm. Viele andere natürlich auch, ne? Das ist die Frage, die hast du gerade eben ja auch schon angedeutet, wird man ihn vermissen? Also ich würde auch sagen, mit der jüngeren Geschichte muss ich sagen, ja, schwierig, ne? Aber ist natürlich auch generell mit dem Gebrandmarkt, ja, das ist ja Dark Age und darüber hinausgehend, das ist halt so ein bisschen komisch. Wird sich zeigen. Also ich hoffe einfach nur mal, dass Catalyst so sein oder generell wer auch immer da dann halt der nächste Publisher sein wird, wohin die Lizenz gehen wird, dass man ein gutes Auge drauf hat, wer schreibt, wie geschrieben wird und dass man da nicht anfängt, das liebe gute Hobby dazu zu instrumentalisieren, um dann halt seine politische Meinung oder welche Meinung auch immer man hat, einfach so durch die Gegend zu posaunen. Immer auch. Das sollte, egal welches politische Lager da vertreten ist, für die Zukunft eine Lehre sein. Ne? Entweder mache ich sowas oder ich versuche in die Politik einzusteigen. Ne? Wenn er sagte, pass auf, Autor sein 35 Jahre war geil, aber ich gehe jetzt in die Politik und versuche da was zu bewegen. Schön und gut. Aber beides zusammen hat immer so ein Geschmäckle. Ne? Ja. Weil man immer das dann so die Bücher auch mit ein bisschen Misstrauen liest und nach dem Motto, versucht da jemand mich jetzt gerade politisch zu prägen oder irgendwelche Ansichten zu verbreiten. Ich meine, wenn man es mal so sieht, ich meine, das ist ja, at its core ist Battletech ja genau das. Ne? Das heißt, du hast da deine Schwarz-Weiß-Aufstellung, du hast da deine unterschiedliche Politik, die da gelebt wird, du hast deine Intrigen. Das ist ja im Prinzip das, was Battletech ja auch interessant macht. Schwarz-Weiß kann ich nicht mal sagen, Grautöne, ganz viele Grautöne. Am Anfang war es sehr schwarz-weiß, Kurita böse, Darwin Steiner gut, ne? Alle anderen und Leao natürlich böse, aber das ist ja total aufgeweicht über die Jahrzehnte. Und das ist für mich ja auch einer der Gründe, warum das Battletech-Universum überhaupt noch funktioniert, weil es eben alle Seiten auch mal im Guten wie im Schlechten gezeigt hat. Ich meine, Katharine Steiner, sie war ein Steiner und ein Davian und sie war echt böse. Ne? Bei den Liaos, der Sun Tzu zum Beispiel, war jetzt kein komplett wahnsinniger Bösewicht. Der hat versucht, sein Reich zu retten und zu restaurieren, hat auch unfaire Methoden manchmal verwendet, aber ganz ehrlich, das haben andere Herrscher auch. Ja. Es ist dann natürlich dann immer schwierig, dann rauszubekommen, so hat dieser Autor sich irgendwo aus der Historie eine Begebenheit geklaut und versucht die halt in einem neuen Kleid zu verkaufen oder versucht mal aktuelle Gegebenheiten da drin zu verwursten. Ich denke mal so, wenn es darum geht, wo nimmt man die Inspiration her zu dem, was man schreibt, denke ich mal, ist es vielleicht sowohl als auch.
Ne? Also komplett das Rad neu erfinden kann keiner. Frage ist halt, wie offensichtlich man das macht. Übrigens ganz witzig, Alaric Wolf, Alaric, ne? Also wenn ihr mal nachgoogelt, Alarich oder Alarich der Erste, ich weiß nicht, wie die Aussprache ist, historische Figur, gotisch, und der hat die Westgoten angeführt sozusagen und war der erste Heerführer, der Rom plünderte. Also Rom alias Terra, ne? Und von daher, auch da hat sich der gute Blaine sicherlich inspirieren lassen. Also das gibt es auf jeden Fall, ne? Diese Inspiration. Muss nicht Schlechtes sein, mag ich sogar auch, wenn mal einer auftaucht, der so ein bisschen historischen Kontext mitbringt. Mhm. Anyhow, gut. Icke, magst du noch was zum Thema sagen oder ist alles durchgekaut worden? Ich denke, das war so. Naja, ich sag mal, alles kann man, glaube ich, gar nicht in so einem Thema machen. Also ich verstehe, warum Catalyst so gehandelt hat. Und dementsprechend, es ist schade an sich natürlich, einen Autor, der sich auch mit dem ganzen Battletech auskennt, zu verlieren. Aber man muss einfach die Hoffnung haben, dass da jemand nachkommt oder mehrere nachkommen, die halt sich auch mit dem Thema sehr gut auskennen und vielleicht sogar die Gefechte in den Romanen noch mehr der Tabletop-Variante anpassen. Dass praktisch das Geschriebene in den Romanen mehr zum Tabletop passt. Kann ich jetzt nicht so beurteilen, ob er das so geschafft hat. Das müsstet ihr jetzt sagen, ob er das gut hinbekommen hat oder eigentlich war es auch zu viel. Ich würde es andersrum sagen. Das ist, ich habe in der ersten Trilogie fand ich das jetzt noch nicht so, aber später kam mir das zwischendurch wirklich so vor, als wenn, da haben sie sich ein paar Mechs geschnappt und dann haben sie das ausgewürfelt, wer hat gerade wohin geschossen, haben das Ganze dokumentiert und haben das Ganze dann im Roman verwurstet. Mhm. Ich glaube, da wurde der Pardo sogar mal nachgefragt in dem Interview oder in einem Thread oder sowas und er hat dazu geschrieben, also er spielt nicht, wenn die Partien vorher aus, weil dramaturgisch muss das ja schon sein, aber er hat selber gespielt und das hat man seinen Kampfsequenzen auch angemerkt. Da hat sich also nicht der Shadowhawk über die Schulter abgerollt und hat mit dem Medium Laser alle umgelegt. Ne? Schöne Grüße, William H. Keith Jr. Also von daher hat er definitiv Ahnung von dem Handwerk, auch wenn er jetzt wahrscheinlich kein Profispieler war und eher selten gespielt hat, aber er hat gespielt. Bis jetzt auch zum Schluss sozusagen. Ne? Und das hat man seinen Roman noch angemerkt. Ob das ein großer Vorteil ist, es ist auf jeden Fall schon mal kein Nachteil, weil dadurch passt das mehr zu dem, was wir an der Platte erleben. Aber dramaturgisch müssen natürlich Sachen auch dabei sein, die Gefechte interessanter machen. Mhm. Genau, mit Sprungdüsen irgendwem das Cockpit weglöten. Ja, zum Beispiel. Ist im Regelset jetzt nicht so ganz drin, glaube ich. Mhm. Ich mochte die Szene, ich weiß, aber da stehe ich relativ alleine da. Ich hasse es immer, wenn dann die Heldenfiguren am Ende, weißt du, so ganz kitschig auf einem Haufen von getöteten Gegnern dann sterbend liegen und die Kamera fährt nach oben und der Lichtschein kommt durch die Wolken, das Göttliche, und dann fährt die Seele auf gen Himmel und der Held ist gefallen. Ne? Deswegen, wie stirbt ein Grayson Death Carlyle? Wie stirbt eine Natasha Kerensky? Wie stirbt deine Laurie Calmer? Die Idee dahinter finde ich schon großartig, weil auch der größte Held stirbt, wenn einfach eine Granate mal ein bisschen doof liegt. Ne? Es darf aber nicht zu profan sein. Und ich finde, dieses, hey, sie hat den Kampf gewonnen, sie bewegt sich mit ihrem Direwolf ran, und diese komische Jade Falcon, die nie aufgibt, egal wie scheiße es läuft, hebt nochmal das Bein und röstet die Alte. Ich habe es gefeiert. Ja, das war aber dieses, ja, das geht jetzt nicht. Nee, das ist total blöd. Und das ist eigentlich was okay, aber das geht nicht. Geht's irgendwie weiter? Nee, sie ist tot. Und das war auch, ich meine, sie war ja auch nicht mehr die Jüngste in der Tasche. Überleg mal, irgendwann dann so, ja, hat einen Herzinfarkt gehabt, ist tot umgefallen. Ja, Hanse Davion, meine Fresse. Ja, genau. Da habe ich auch scheiße geschrien. Ich fand's gut. Ja, also sind wir mal gespannt, was noch so kommt. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut übrigens.
Weil wir es ja kurz hatten von Yellow King Production. Die haben zwei neue Audiobooks rausgebracht. Einmal Colby's Commandos 3 und Proliferation Zyklus 2. Mhm. Cool. Ja, dementsprechend geht es da, auch wie er Ulysses aufgeschrieben hat, weiter. Interessanterweise haben sie immer noch nicht die Great Deaths weitergemacht. Das ist, haben sie ja schon vor knapp einem Jahr rausgebracht. Aber es ist bis jetzt immer nur der erste Teil erschienen, die anderen noch nicht. Und ja. Gut, die anderen sind auch dementsprechend kürzer, ne? Also die sind halt so rund eine Stunde, die Colby's Commandos. Proliferation ist knapp 3 Stunden, der andere ist 2 Stunden. Ja, schauen wir mal. Und Entscheidung am Thunder Rift war dann halt mal gleich 13 Stunden. Oh, wahrscheinlich liegt es dann eher daran, dass es halt extrem viel länger dauert, die einzubringen. Jetzt bin ich aber böse, ne? Das ist Entscheidung am Thunder Rift, kann ich mir eine Dauerschleife anhören. Der Proliferation Cycle, den habe ich gelesen und gehört, also gelesen auf Englisch und auf Deutsch dann nochmal das Hörbuch gehört, weil ich bin halt ein Kack-Fanboy, Entschuldigung. Aber das ist Haken hinter, fertig. Das war dramaturgisch absolut nichtssagend. Und das war wirklich nur, also da konnte ich mir auch die Tagesschau anhören. Wie gemein. Ich habe es ja nicht gelesen, deswegen, keine Ahnung. Kann ich nichts so sagen. Aber ich muss auch sagen, also tatsächlich, die früheren Romane sind dramaturgisch vielleicht ein bisschen unreifer, aber ich mag's. Gerade deswegen. Weil es halt nicht so verkopft ist in manchen Fällen, ne? Sondern mehr so der Held und die Heldin und Love Interest dabei. So, es ist, hat auch so ein bisschen so 80er-Jahre-Charme. Oder frühe 90er halt auch. Ne? No. Mhm. Nochmals vielleicht zum Schluss. Bread for War ist heute mir wieder begegnet. Irgendwie auf Facebook hat irgendwie einer das Buch, den Roman zum Verkauf angeboten. Mit diesem Typen, diesem Vercom, also Vereinigtes Commonwealth-Typen mit der Flagge in der einen und der Knarre in der anderen, aufgerissene Shirt und ballert in die Luft. Ja. Ich bin auf diesen Roman irgendwie nie klargekommen. Ich finde den bis heute irgendwie verstörend. Ich weiß auch nicht warum. Einmal wegen dem Titelbild und einmal wegen der Story. Mhm. Ich weiß nicht. Ohne, welche Meinung hast du zu dem Roman? Oder hast du eine? Schwierig. Also, ich habe den, das ist einer von denen, die ich glaube ich nur zweimal gelesen habe. Einmal in meiner Battletech Noob-Phase und dann später dann einfach nur mal, weil es kam ja kein Content raus in Deutsch für viele, viele Jahre und dann hat man die Bücher halt nochmal gelesen. Und das ist ähnlich wie Proliferation Cycle. Das hast du mal durchgelesen und dann ist gut. Also ich fand's jetzt nicht so wirklich so eine Bereicherung für die ganze Story. Das hat nochmal so ein bisschen anderen Fokus gesetzt, andere Facette vom Battletech-Universum beleuchtet. Aber nee, fand ich nicht gut. Ist definitiv nicht unter meinen Top Ten. Ja, definitiv nicht. Ich weiß nicht, der hat so diese ganze Geschichte mit dem Double und Joscha Marek und so und ich keine Ahnung, der hat immer so ein unbestimmtes Gefühl bei mir hinterlassen. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber heute, als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, Mensch, das ist einer der Romane, den ich nicht nochmal, vielleicht sollte ich ihn nochmal lesen. Vielleicht kann ich jetzt heute irgendwie, keine Ahnung, 25 Jahre später mehr damit anfangen. 95 ist der erschienen, oh Gott, ist ja schon echt lange her. Also der Stackpole, der hat an der Stelle ist vielleicht ein bisschen experimentiert, weil der hat irgendwie nicht so richtig reingepasst in so die Art und Weise, wie es genau, war so nicht Fisch, nicht Fleisch, ne? Ja, genau. Und deswegen, das war wahrscheinlich so, probieren wir es mal, ne? Irgendwas, das haben wir jetzt noch nicht so wirklich beleuchtet, lass uns da doch mal was machen. Also, ja. Nee. Na gut. Dann vielleicht noch was Positives und leider auch was Negatives dabei. Den Plüsch Irby kann man auf Catalyst bestellen. Wollte ich machen, $30. Mhm. Aber sie wollen $140 Versand haben.
Wirst du im Privatchat bei dir dann halt zu Hause abgesetzt? Ja, FedEx International Economy 5 Business Day. Wenn es 3 Monate dauert, wäre es mir auch okay, aber 140 Euro gebe ich dafür jetzt nicht aus. Also wenn jemand einen Gutschein-Rabattcode hat für den Catalyst Store oder eh was bestellt, sagt mir Bescheid. Ja. Interessanterweise wollte ich noch die Beschreibung von ihm drin, as heavily armored as the real thing. Mhm. Also er ist genauso, hat die gleiche Panzerung wie das echte Teil. Und dann fragt er, was ist 10 Zoll hoch? Weich und gefährlich, natürlich der Urban Mech Plüschi. Und dann heißt es aber, the first in the new line of Battletech Thrag. Also der erste, der in der Linie kommt. Also wird es noch mehr kommen. Es gab ja schon mal ein Leak, dass da auch noch andere kommen. Mhm. Ja, also etwas Positives, mehr Plüschis und hoffentlich auch in Deutschland. Ich habe leider auch keinen Shop gefunden, in dem man den irgendwo kaufen kann. Na gut, dann habt ihr beide noch irgendwas? Ansonsten würden wir schließen. Nö, alles gut. Alles gut. Okay. Dann, ich danke euch beide für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Hoshi wünschen wir weiterhin eine gute Fahrt und er soll nicht so viel arbeiten. Und euch da draußen danken wir für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne einfach uns anschreiben auf einem der möglichen Wege. Webseite, Facebook, etc. könnt ihr euch aussuchen. Und dann wünsche ich euch noch wir euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.